Buchstaben als kubistische Häuserblöcke. Können Sie unsere DM-Trikots lesen? Wer Deutschland guckt, braucht gute Augen oder viel Fantasie. Wenn die DFB-Auswahl am Freitag in Düsseldorf gegen Spanien testet, ab 20.45 Uhr live ARD und beim Streamingdienst Zatto, müssen die Fans im Stadion und vom TV ganz genau hinschauen. Denn die weiße Schrift auf den neuen grünen Auswärtstrikots ist nur schwer zu entziffern. Können Sie unsere Trikots lesen? Bei Twitter macht ein Foto des Shirts mit dem Namen von Julian Draxler, 24, die Runde. Ein User hat darauf 20 mögliche Lesarten des Namens dazu geschrieben. Adidas-Sprecher Oliver Brüggen zu Bild: Inspiration für die Typografie waren kubistische Häuserblöcke, gesehen aus der Vogelperspektive. Das Design ist sehr reduziert, dadurch entstehen ähnliche, aber immer unterschiedliche Formen. Auch beim Namen von Sami Khedira, 30, hat der Fan so seine Schwierigkeiten. Der Juve-Star, die Schrift sieht witzig aus. Aber die Leute erkennen uns ja hoffentlich auch so. Ebenfalls auffällig, das Z, beispielsweise im Namen von Mesut Özil, 29, sieht aus wie eine 2. Und, sollten heute Timo Werner, 22, der die Nummer 11 trägt, und Jerome Boateng, 29, der die 17 auf dem Rücken hat, gleichzeitig auf dem Platz stehen, besteht ebenfalls Verwechslungsgefahr. Denn D, 1 und D, 7 ähneln sich sehr. Besonders schwer zu entziffern ist übrigens der Nachname von Spaniens Alvaro Odriozola, 22 San Sebastian. Interessant, 12 der 32 Teilnehmer der Weltmeisterschaft 2018 werden vom Unternehmen aus Herzogenaurach ausgestattet. Brüggen: Die Schriftart wurde speziell für die WM-Trikots unserer Mannschaften entwickelt und mit allen Verbänden sowie der FIFA abgestimmt.